Ja, ein herzliches Hallöchen und Jorlinti willkommen zur nächsten Folge von Mediabel Dynasty. Was mache ich in dieser Folge? Erstmals stelle ich wieder einige Speere her. Und zwar 15 Speere stelle ich einmal her. So, denn ganz kurz. Ich will jetzt nicht die ganze Folge wieder eine Jagdfolge machen. Nö, will ich nicht, aber ich möchte mal so 2 Viecher jagen circa. Das war's, weil Fleisch wird langsam wieder knapp. Aber ist ja nicht so tragisch. So gehe ich einmal jetzt ganz kurz einmal auf die Jagd. Und danach, Leute, werde ich an Unigos die Haferallees abliefern. Ja, die Haferallees. Ja, so will es das Gesetz. So will es der Unigost, mein Chef quasi. Und ja, die Holzsperre werde ich auf jeden Fall machen. 15 Stück werde ich mal herstellen im Gesamt. Somit kann ich eigentlich befriedigt. Wer hat befriedigend gesagt? Kann ich auf jeden Fall einmal jagen gehen, Leute. So. Ja. Gehen wir mal in den Wald. Da werde ich ein bisschen Jari-Jag. Ich habe ordentlich gesammelt, aber da kann ich auch noch Bären sammeln. Nebenbei. Weil ich will dann nämlich auch ein bisschen an der Hauptstory weiterschrauben. Ganz wenig eigentlich. Ja, ist so. Bären. So soll es sich verwehren. Ein paar Bären kann man nie verwehren, Leute. So, gehen wir mal ein bisschen jagen. Bären kann ich so nebenbei ein bisschen, war schon wieder verklickt hier, kann ich mal ein bisschen Bären essen. Ich werde mich mal ein bisschen anfuttern mit Bären, Leute. So, jetzt habe ich ein bisschen Nahrung wieder dazu bekommen. Ich habe so viele Bären schon gesammelt. Und die sind nicht einmal giftig oder irgendwas. Da ist irgendwo ein... Da ist eine Sau, schaut einmal. Weg mit dir, du Sau. Dankeschön. Hä? Wo ist da ein anderer? Ah! Entschuldigung, du hast mich angegriffen. Leute! Ach du Schande! Ah! So, kann ich... Messer, ich brauche ein Messer, Leute. Ein Steinmesser. Ja, ich muss die ausnehmen. Ja, jetzt waren es halt 2 Schweine. Oh Gott, ich habe Leben verloren. Ah! Ich werde es häuten. Da, ja, da bekommt man nicht so viel Fleisch vielleicht raus. 5 Stück, glaube ich, nur. 8 Stück Fleisch. Und da ist der andere irgendwo da. Ja, das war eigentlich jetzt nicht geplant, aber sie sind mir einfach so in den Speer gelaufen. Ja, das ist natürlich doof. Wenn man die in den Speer laufen, ist es natürlich ein bisschen doof, ne? Schweinefleisch, Leute. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter jagen oder ich habe keine Ahnung. Da ist ein Wildschwein. Entschuldigung. Ach du Schande. Ich verliere Leben die ganze Zeit. Bleib stehen. Ein Wahnsinn. Ja, dann habe ich 24 Fleisch im Gesamt. Jetzt einmal da drinnen in meinem Ding. Was kann ich eigentlich futtern, um mein Leben wieder aufzufüllen? Haferbrei. Gibt das Leben her? Der Haferbrei ist ja cool. Ein Gericht wird im Kessel in der Küche oder im Haus gekocht. Eine Holzschale wird dafür benötigt. Kann gegessen werden. 5 Wasser, 20 Nahrung. Nö, also irgendwie habe ich da momentan jetzt nichts wirkliches. Unreife Beere. Vergiftung 20. Wegwarte. Effektdauer.
Wegwarte. Nö, Leute, also... Ja, er muss sich halt schauen, dass die Gesundheit wieder irgendwie in Ordnung bringt. Ist aber jetzt wurscht, Leute. Vielleicht finde ich noch eine Wildsau, damit ich weiteres Fleisch bekomme. Ja, ihr schon wieder jagen. Ich weiß, Entschuldigung, aber ich brauche Nahrung, Leute. Weil ich werde mich demnächst eh... Nö, jetzt nicht mehr aus. Ich höre auf zum Jagen, Leute. Es wird keine Jagefolge werden. Ach du Schande. Ist ja wurscht, der Hase läuft mir davon. Ist egal. So. Jetzt, ihr Lieben, werde ich auf jeden Fall einmal an Unigos zweimal Haferallee abgeben. Das will ich auf jeden Fall machen. Und wir haben Sommer, Leute. Wir haben Sommer. Das finde ich cool. Ein Sommer wie damals, als es mich nicht gab. Das habe ich gerade erfunden. Das Lied gibt es gar nicht. Leute! Unigost, ich soll da zwei Haferallees abgeben. Ein paar Aufgaben für den Nachbarn erledigen, brauche noch zwei. Vielleicht gibt es da irgendjemanden, der was für mich hat. Zum Beispiel hier ist nämlich einer. Der hätte was für mich. Ich könnte auch Sachen verkaufen und keine Ahnung was. Damit ich ein bisschen Geld kriege. Sehr leise. Unigost, wo sind sie? Sind sie da? Bist du der Unigost? Nö, das ist er nicht. Da drinnen soll er sein, der Unigost oder was? Edwin? Bernadetta? Da ist er eh. Unigost, warte auf mich. Lauf nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell. Unigost, servus. Tag, Unigost. Du stehst vor dem stolzesten neuen Hausbesitzer im ganzen Tal. Und ich bin hier mit Bier. Ha, Leute! Wirklich gute Arbeit. In Ordnung. Erlaube mir, meine Kehle mit diesem goldenen Gerstensaft zu benetzen und in Erinnerungen an die alte Zeit wachrufen zu lassen. Ich kannte Jordan 22 Jahre lang, bevor er starb. Er war mein bester und treuester Freund. Eigentlich mehr ein Bruder. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns begegnet sind, als wäre es gestern gewesen. Nur zuhören. Ich war damals 25 Jahre alt und lebte im großen Jelenberg, wo ich auch geboren worden war. Man könnte sagen, dass ich diesen Ort hasste, aber er war das einzige Zuhause, das ich je gekannt hatte. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mehr darüber. Jedenfalls musste ich für mich selbst sorgen. Und das tat ich. Auf die einzige Art und Weise, die ich gelernt hatte. Stehlen. Oh, du warst ein Dieb? Das war ich. Und ein verdammt guter, wenn ich das mal so sagen darf. Mit Taschendiebstahl habe ich mir mein Brot verdient. Ich hätte ein saftiges Stück Fleisch direkt vor deiner Gabel stehlen können und du hättest es nicht bemerkt. Leute, das kann ich persönlich tatsächlich sehr gut. Ich sehe immer zu meiner Frau so, hey, schau mal, da ist irgendwas. Und es schaut sie weg und ich nehme ihr was vom Teller weg. Sie fällt immer wieder drauf rein, weil ich es immer so gut mache. Dabei war es nicht Habgier, die mich trieb. Ich wollte nur überleben. Allerdings würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir die Tätigkeit an sich auch eine gewisse Freude bereitete. Achso, so... Ah, das habe ich vergessen zu vorlesen. Ich würde sagen, du wartest jetzt besser ab und hörst, was ich noch zu erzählen habe, bevor du dich so aufplusterst. Tut mir leid, erzähl weiter. In Jelenberg gab es jedes Jahr ein großes Volksfest. Es lockte immer viele auswärtige Besucher an. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für jemanden in meinem Gewerbe bedeutete. Innerhalb von ein paar Minuten konnte ich zusammenbekommen, was sonst ein Tagesverdienst gewesen wäre. Ich schnappte mir ein paar Münzen hier und da, etwas Schmuck, ein paar neue Stiefel. Und dann sah ich diesen adligen Kerl, der einen dicken Geldbeutel an seine Gürtel gebunden hatte. Ein Geldbeutel, der förmlich danach schrie, von mir befreit zu werden. Ja, genau die Geschichte kenne ich. Ich schlich mich durch die Menge, bis ich genau hinter ihm stand. So hatte ich es tausendmal gemacht. Kinderspiel. Ich fasste nach dem Beutel ganz sanft und vorsichtig ein paar kleine Bewegungen aus dem Handgelenk. Und schon hatte ich ihn in der Hand. Nun musste ich mir nur noch umdrehen und verschwinden. Wie immer. Aber dann, bam. Was ist passiert? Ich wurde so fest ins Gesicht geschlagen, dass ich dachte, mich hat ein Bulle überrannt. Es traf mich so unvorbereitet, dass ich erst wusste, wie mir geschieht, als ich schon auf dem Boden lag. Mein Kopf pochte wie wild. Ich konnte kaum gerade ausschauen. Aber weißt du, was das nächste war, das ich sah? Eine Faust, die zum nächsten Schlag ausholt? Leute,
Nein, ein Lächeln, ein riesiges, strahlendes Lächeln im Gesicht eines Mannes mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Das war dein Onkel Jordan, der Kerl, der dich für einen Adligen gehalten hatte. Er reichte mir seine Hand, half mir auf die Füße und lud mich zu einem Bier ein. Einfach so, da warte. Warte, ihm war aber schon klar, dass du gerade versucht hattest, ihn auszurauben, oder? Ja, genau. Natürlich war es das. Das verstehe ich nicht. So war Jordan einfach. Weißt du, dein Onkel war gefährlich schlau. Bei weitem der klügste Mann, der mir je begegnet ist. Er durchschaute die Welt wie niemand sonst, konnte Ereignisse vorhersagen. Er war allen anderen immer mindestens ein Dutzend Schritte voraus. Deshalb, es war so selten, dass ihn jemand überraschen konnte, das weckte seine Neugierde. Okay, und er hat nicht erwartet, dass du... Ganz genau, scheinbar war ich, obwohl ich es am Ende ja nicht geschafft habe, doch derjenige, der bei dem Versuch, ihn zu bestehlen, dem Erfolg am nächsten gekommen ist. Und das gefiel ihm. Also hast du seine Einladung angenommen, nehme ich an? Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, oder? In dem Moment hatte ich eine Heidenangst vor diesem Kerl. Also zogen wir los. Er nahm mich in die teuerste und am vollsten besetzte Schenke der ganzen Stadt mit. Bedenke, das war während des Volksfestes. Überhaupt erst hineinzukommen war fast unmöglich. Ihm schien das allerdings egal zu sein. Zuhören? In Sekundenschnelle hatten wir einen Tisch und gleich zwei Mädchen bedienten uns. Es war unwirklich. Für mich gab es nur eine Erklärung. Der Laden gehörte ihm. Und war das so? Absolut nicht. Es war zum ersten Mal in Jelenberg. Es fühlte sich alles wie ein Traum an. Wenn ich ehrlich bin, nach dem Schlag war ich ja auch immer noch etwas benebelt. Ich war sicher, dass er ein Adliger sein muss. Seine Manieren, seine Kleidung, die ganze Art, wie er redete und sich bewegte. Und dann hatte er einen gewaltigen Zug drauf, leerte sein Bier, als wäre es nichts, wischte sich mit den Ärmeln über den Mund und rülpste wie ein Elch. Er wurde von einem hohen Herrn zu einem kompletten Rohling. Einfach so, schnipst mit den Fingern. Also er schnipst mit den Fingern, okay. Zuhören. Ich habe mich tausendmal an diesen Moment zurückerinnert, bevor mir klar wurde, warum er das getan hat. Es war kein Fehler, oh nein. Es war auch keine Faulheit, kein Moment der Schwäche. Er wollte, dass ich es sehe. Er wollte, dass ich verstehe. Dass du was verstehst? Dass er ein absoluter Schwindler war. Du musst verstehen, Rakimir, dass es jemanden wie deinen Onkel nur einmal gibt. Er führte seine Waffe wie kein anderer. Und diese Waffe war sein Selbstvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Stell dir eine fest verschlossene Tür vor, mit bewaffneten Wachen davor. Und du willst, was dahinter ist. Was für Möglichkeiten hast du? Gewalt, Bestechung, versuchen das Schloss zu knacken, Jordan dagegen? Er hätte einfach den Kopf hochgehalten, wäre hineinspaziert und hätte verlangt, dass die Tür ohne Umschweife geöffnet wird. Du hattest recht, Du hattest recht, das klingt alles unwirklich. Ich wusste nichts davon. Die Geschichten, die meine Mutter über meinen Onkel erzählt hat, das waren ganz andere. Ja, genau. Weil sie, fürchte ich, einen ganz anderen Jordan kannte als ich. Als jeder in der Meute. Warte, die Meute? Oh, mein lieber Rakimir, es gibt so viel, das du noch nicht weißt. Unsere Geschichte hat erst begonnen. Gerade erst begonnen, aber es wird langsam spät. Komm schon, du kannst mich nicht so auf die Folter spannen. Also gut, ich werde dir ein kleines bisschen mehr erzählen. Nach dem ersten Bier hatten wir ein paar mehr, etwas Met war auch dabei. Wenn ich mich recht erinnere. Wir unterhielten uns über unsere Vergangenheit, unsere Träume, Überzeugungen. Wir fingen an, ein paar betrunkene und wahnwitzige Pläne zu schmieden. Ich dachte, das wäre alles nur Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich ins Seidenkissen aufwachte. Ich nehme stark an, dass die nicht dir gehörten, oder? Machst du Witze? Das war das erste Mal, dass ich einen solchen Stoff überhaupt nur berührt habe. Die Decke des Raums war so hoch, dass ein Riese hineingepasst hätte, ohne sich zu bücken zu müssen. Ich dachte, ich träume. Dann kamen Bedienstete zur Tür herein. Ich war bereit zur Flucht, aber anstatt mich anzugreifen, präsentierten sie mir das Frühstück. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Jordan hatte das alles eingefädelt. Ich habe nie herausgefunden, wie er das angestellt hat. Jedes Mal, wenn ich danach fragte, hat er angefangen zu lachen, selbst Jahre später. Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen, dass ich Jelenberg an diesem Tag mit ihm zusammen verließ. Das war das erste Mal, dass ich die schützenden Mauern dieser Stadt hinter mir ließ. Und ich kam nie zurück. An diesem Tag wurde die Meute geboren. Und 3 Jahre später waren wir zu fünft. Eine Familie. Wir nannten uns Memento. Oh, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das klingt alles so unglaublich. Ich habe noch nie solche Abenteuer erlebt. Und wahrscheinlich werde ich das auch nie. Ha, Leute. Immer sachte mit den jungen Pferden, mein Junge. Nicht alles daran war Spaß und Liebelei. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist wirklich spät geworden und du hast sicher noch einiges zu tun. Wie wäre es, wir treffen uns morgen wieder und unterhalten uns dann weiter. So machen wir es. Danke, Unighost, für alles.
Okay, tschüss. Unigostsgeschichte 1 aktualisiert, die Quest. Warte auf den nächsten Tag. Leute, wir haben sowieso jetzt was zu tun. Wir müssen dann schlafen gehen. Also es war eine coole Geschichte. Ne? Memento, das war die quasi die Organisation, die gegründet wurde. Also ihr habt es eh jetzt mitbekommen. Also ich bin gespannt, wie es mit der Geschichte weitergeht um Jordan und Unigost und der Meute Memento, ne? Ja, cool. Ja, dann gehe ich ja mal auf jeden Fall ein paar Aufgaben erledigen für die Nachbarn. Also wir hätten da eh Aufgaben, aber momentan wird es schon zu spät, Leute. Und ich würde mal sagen, wir gehen einmal schlafen. Und dann sind wir... Ah, wir haben ein Kaninchen wieder da. Schaut mal. Hasenfalle. Oh Gott, die ist kaputt. Die Hasenfalle ist kaputt, Leute. Fallen? Eine Hasenfalle. Stelle ich hier noch einmal auf. Zack. Passt. Produktion, neues Level. Ich könnte ja auch einmal, endlich einmal leveln, Leute. So, ich könnte jetzt bis zum nächsten Tag schlafen. Schlaf bis zum nächsten Tag. Das mache ich. So, warte auf den nächsten Tag. Sprich mit Unigost. Ich könnte eigentlich Feuer entzünden und wieder Fleischbrat. Ah, nicht ein Fleisch, mehrere Fleische. Fleische. Mehrere Fleisch, Leute. 24 Fleisch werde ich braten. Ja, und währenddessen, ihr Lieben, werde ich Pläne schmieden. Und zwar, also, als nächstes geht es einmal wieder zu Unigost. Da werde ich wieder mit dem Kerl reden, ein bisschen. Und schauen wir mal, was der uns von der Meute weiter erzählen kann. Dann werde ich schon mal ein paar Nebenquests machen, so für die Nachbarn irgendwas machen. Da habe ich schon eine Aufgabe abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, wahrscheinlich am Anfang, glaube ich, irgendwas da irgendwas. Gib einen Fertigkeitspunkt beliebigen Fertigkeitsbaum aus und eine Zuneigung zu einer Frau gewinnen. Ja, dann suchen wir uns irgendeine Frau, Leute. Das wäre ja cool. Wir suchen uns eine Frau. Ich trinke einmal was. So, meinen Holundersaft. Bei uns sagt man Hollersaft. Ja, richtig cool. Schmeckt richtig gut. Ich liebe den. So, ja, wir braten Fleisch, damit wir was zum Futtern haben. Dann werde ich mir einige Beeren reinzaubern, damit ich ein bisschen Fleisch spare. Weil man kriegt ja recht schnell Hunger. Aber jetzt habe ich noch keinen Hunger. Aber ich werde mir vielleicht ein paar Beeren reinhaben. Und jetzt gehen wir zu Unigost. Wir haben Fleisch gebraten. Wartet mal, kann ich eigentlich auch Kaninchen braten? Nö. Gebratenes Fleisch. Fische kann ich nicht. Nö, ich kann da wirklich nichts. Kessel verwenden. Andere Suppen. Brei kann ich noch nicht machen. Eine Kaninchensuppe oder irgendwas. Nö, kann ich noch voll nicht machen, Leute. Egal jetzt. Wir gehen einmal zu Unigost. Ist ein Hase da drin vielleicht? Nö. Wir gehen zu Unigost wieder. Der muss ja wieder da drin irgendwo sein. Ja, das wird eine kleine Geschichtsstunde. Leute, der erzählt uns jetzt ein bisschen von der Meute von Memento. Also, ja. Die er damals mit meinem Vater gemacht hat. Und da gibt es auch so Nebenaufgaben. Das sind diese Rufzeichen. Ich schätze mal, ein paar Aufgaben für die Nachbarn. Ich weiß nicht, ob das Nachbarn sind. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. So, wo ist denn der jetzt, der Unigost? Der müsste ja da irgendwo sein, oder? Unigost. Da ist er. Servus. Hallo Akimir, lebst du dich langsam ein? Ja, allmählich. Bisher ist es mir hier gut ergangen. Das ist wundervoll, Rakimir. Aber du kommst zu einem schlechten Zeitpunkt. Meine Pflichten als Kastellan erwarten mich. Natürlich, ich verstehe. Ist alles in Ordnung? Ja, alles ist. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Es hat einen Mord gegeben. Oh mein Gott. Ach du meine Güte, ich dachte, so etwas passiert ja nicht so oft.
weil es das nicht tut. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Schauplatz des Verbrechens und befrage die Zeugen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Ich bin sicher, dass die Sache bei den guten Händen ist. Vergiss nicht, es gibt kaum aufrechte Menschen. Ich bin sicher, dass die Sache bei dir in guten Händen ist. Das wird sich zeigen. Ja, es kann sich nicht vor dir verstecken. Spaß beiseite, Rakimir. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ich kann dir im Moment keine weiteren Geschichten erzählen, aber ich denke, dass es jemanden gibt, den du treffen solltest. Sein Name ist Sambor. Er war einer von uns, von der Meute, meine ich. Ah, meinst du das ernst? Und er lebt hier, im Tal? Das ist richtig. Eigentlich tun sie das alle. Hier, ich habe Sambors Haus auf deiner Karte eingezeichnet. Du solltest ihm einen Besuch abstatten. Großartig, ich mache mich sofort auf den Weg. Aber sei vorsichtig. Sambor freundlich zu nennen, das wäre, als würde man es als angenehm bezeichnen, wenn man an einer höchst empfindlichen Stelle von einer Biene gestochen wird. Oh Gott! Oh, ich bin sicher, dass du übertreibst. Er gehörte eben zum Memento. Sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Da mache ich mich mal auf den Weg. Oh Gott. Uligosts Geschichte. Ja, wir müssen zu diesem Sambor. Sambor. So, aber bevor es weitergeht, werde ich da mal den einen Besuch abstatten. Da ist nämlich einer, der hätte was für mich. Sobimir, der hat was für mich. Ansprich. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir bei etwas helfen? Nicht wirklich, nein. Bist du sicher? Du scheinst sehr aufgebracht zu sein. Ich hatte einen Streit mit meiner Frau und jetzt will sie nicht einmal mehr mit mir reden. Vielleicht könnte ich mit ihr sprechen und sie überzeugen, dir zu vergeben. Du würdest das für einen Fremden tun? Ich danke dir vielmals. Ich bin gleich wieder da. Ach du Schande, wo soll ich? Familienstreit? Oh! Ist das die Frau da drin? Da war doch eine Frau gerade drin, oder nicht? Irre ich mich da jetzt? Wo ist denn da die Dame? Ist das die Kuh? Ich kann eine Kuh kaufen. Wo soll die eine sein? Nebenaufgaben. Ist das da drüben seine Frau? Das ist ein Bauer. Ich will seine Frau haben. Wo ist denn die? Hallo? Komische Frau? Wartet mal ganz kurz. Die Aufgaben. Was haben wir da eigentlich? Bordovo, da muss ich ja... Da muss ich ja hin. Verwaltung? Technologie. Tagebuch, genau. Familienstreit. Quest verfolgen. Ja. Okay, da drüben soll irgendwo seine Frau sein. Ah. Da wahrscheinlich, da drinnen. Servus. Jarogneva, servus. Guten Tag, Jarogneva. Dobren Jäger schickt mich. Hallo. Wofür? Ich habe gehört, dass du die Schenke mit Roggen belieferst. Stimmt das? Das ist eine andere Queste. Und? Tut mir leid, ist das gerade kein guter Moment? Bist du immer so liebenswürdig, Fremden, oder liegt das an mir? Tut mir leid, ist das gerade kein guter Moment? Entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe gerade einfach nur andere Sorgen. Ich will nicht stören, wollte nur wissen, was mit dem Roggen ist. Ist alles in Ordnung? Ich will dich nicht mit deinen Sorgen belästigen. Du belästigst mich nicht. Ich höre gern zu, wenn du das möchtest. Nun, vor langer Zeit habe ich einen schweren Fehler begangen. Die Konsequenzen davon, die verfolgen mich jetzt. Was für einen Fehler? Ich habe einen Idioten geheiratet. Oh Gott. Ach komm, ich bin sicher, du jetzt übertreibst du. Glaub mir, das tue ich nicht. Und warum genau macht dir die fragwürdige geistige Begabung deines Mannes Sorgen? Gestern Abend sollte er unsere Kühe auf dem Markt verkaufen. Eine unserer Kühe auf dem Markt verkaufen. Ich hatte ihm ganz genau gesagt, wie viel er für sie verlangen sollte. Wir haben die Münzen nötiger denn je. Und kannst du erraten, mit was er nach Hause gekommen ist? Nichts.
Eine Handvoll Samen, von denen ihm jemand gesagt hatte, dass sie Zauberkräfte haben sollen. Zaubersamen, kannst du dir das vorstellen? Trottel. War denn irgendwas an den Samen besonders? Es waren nicht einmal Samen. Es waren nur Hasenkötel. Ich verliere noch den Verstand wegen diesem Mann, ich schwöre. Ich würde ja gerne etwas sagen, um dich aufzuheitern, aber verdammt, er klingt wirklich dämlich. Kann ich Ihnen behelfen? Leute, danke, es tut gut, das zu hören. Es gibt nichts, das du tun könntest, Süßer. Aber ich bin dir für das Angebot dankbar. Es hat schon geholfen, darüber zu schimpfen. Gern geschehen, könntest du mir jetzt etwas mehr über die Angelegenheit mit dem Roggen erzählen? Leider werden die Roggen dieses Mal nicht bereitstellen können. Die Ernte ist verdorben und man kann so gut wie nichts mehr davon verwenden. Als hätte ich nicht schon genug Probleme, aber mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Lieferung Roggen aus Rolnica bestellt. Sie hätte eigentlich schon gestern hier sein sollen. Keine Ahnung, was passiert ist. Nada ist normalerweise sehr pünktlich. Vielleicht könntest du ihn besuchen und nachsehen, ob alles in Ordnung ist? Das werde ich machen. Pass auf dich auf. Oh Gott. No! Dobren Jägers Geschichte. Ja, das habe ich auf jeden Fall aktualisiert. Ihr Lieben. Dieser Mann, das ist ein Trottel. Leute, das ist ein Trottel. Ach du Schande. Ah. So, ihr Lieben, aber das war's mit der Folge schon. Ich werde mal einen Speicherstand machen. Und werde mal überschreiben. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir werden für ein Thumbnail sorgen. Und diese Kühe bieten sich gerade so richtig cool an. Für ein Thumbnail. Also, Thumbnail schießen, Leute. Gut, das ist super. Passt. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter auf der Leiter. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Game over und ciao.